Die Diakonie beschäftigt sich mit Fundraising oder sollte sich noch mehr mit Fundraising beschäftigen, weil sie ja in vielen Arbeitsbereichen auch für Innovationen steht. Meine berufliche Erfahrung ist, dass Innovationen immer auch nach neuer Finanzierung rufen. Und manches geht dann eben nur über Spenden. Und die gute Nachricht ist, wenn man gute Ideen hat, findet man immer auch Verbündete, die gerne dafür spenden. Das wissen unsere Mitarbeitenden auch. Und darum sollten wir da einfach flächendeckend professioneller werden. Geld und Diakonie gehören natürlich zusammen. Und Geld an sich ist ja auch nicht schlecht. Wenn es gute Dinge finanziert, ist das sehr in Ordnung. Ich hatte mal einen Verwaltungsdirektor, der immer gesagt hat, Herr Lilie, auch einen Heiligenschein muss man sich finanzieren. Auch eine Fahrstelle kostet Geld. Also wenn wir gute Dinge machen wollen, brauchen wir auch gutes Geld. Das ist aber gerade, wenn es um soziale Innovationen geht, darum geht, dass man Menschen mehr Teilhabe ermöglicht, wirklich sehr gut investiertes Geld. Und wir werden Menschen finden, die sagen, ich möchte, dass mein Geld auch zur Finanzierung von guten Dingen wirklich eingesetzt wird und eben nicht zur Finanzierung von Panzerabwehrwaffen. Also ich glaube, man muss sehr klar wissen, für welches Projekt man sammelt. Man muss gewährleisten können, dass man die Mittel zeitnah dann auch in dieses Projekt gewinnbringend umsetzen kann. Und man sollte wirklich im guten Kontakt mit den Spenderinnen und Spendern sein und denen dann auch über die Fortschritte der Arbeit berichten können. Menschen sind gerne Teil von guten Geschichten. Und gerade Spenderinnen und Spendern sollten wir dann eben auch an den Erfolgen teilhaben lassen und ihnen berichten, was wir mit dem Geld, das sie uns gespendet haben, eben in der Tat umsetzen konnten. Es wird enorm, glaube ich, an Bedeutung gewinnen, gerade auch in unseren kleineren Einrichtungen. Die Großen machen das ja schon wahnsinnig professionell. Aber ich denke gerade das Gros der kleinen und mittleren Unternehmen bei uns, die alle so zwischen 60 und 100 Mitarbeitende haben, die sind darauf angewiesen, dass sie zum Beispiel in Delmenhorst oder in Höxter Verbündete haben, die sagen, Mensch, wenn ihr dieses tolle Projekt mit jungen Migranten macht oder wenn ihr dieses tolle Projekt für alleinerziehende Mütter macht, dann will ich aus Überzeugung gerne dabei sein. Ich will das unterstützen. Dazu braucht man Professionalität in der Ansprache. Man soll aber auch Mut haben. Eine kleine Spendendose, damit fängt es an. Dann muss man aber, wie gesagt, mit den Menschen wirklich nicht nur in Kontakt treten, wenn man von ihnen Geld möchte, sondern dann sollte man mit ihnen in Kontakt bleiben und ihnen wirklich auch erzählen, was passiert ist, denn Spender sind unsere besten Verbündete. Ja, wie gesagt, man muss dann auch halten, was man versprochen hat. Also ich glaube, wenn man Geld einsammelt, dann müssen wir uns wirklich auch sicher sein, dass das, wofür wir das Geld eingesammelt haben, wirklich auch in der Praxis umgesetzt werden kann. Nichts ist schlimmer, als wenn man sagt, wir sammeln für einen Zweck, aber wir haben uns jetzt was Neues überlegt. Damit schreckt man Menschen ab. Das ist übrigens auch im Spendenrecht etwas, was gar nicht geht. Das heißt, ich glaube, Zuverlässigkeit, gute Kommunikation und Vertrauen sind ganz, ganz wichtige Daten, die man sozusagen als Fundament braucht, damit das dann eine verlässliche und hoffentlich auch lange Freundschaft wird. Probiert was. Stellt euch mit anderen zusammen auf. Lernt von anderen Beispielen. Fragt, wie haben es die anderen gemacht. Vernetzt euch und dann probiert es mutig aus. Meine Erfahrung, auch beruflich und biografisch, ist, wer mit offenem Visier und engagierten Herzen gute Ideen nach vorne bringen kann, der findet Verbündete. Das ist die gutmachende Botschaft, dafür sorgt der Heilige Geist.